Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics. Und jetzt ist es endlich soweit. Das Anwendungsvideo für Übersteiger wurde zigmal nachgefragt und ich habe es zigmal angekündigt, dass ich es machen werde. Und jetzt ist es soweit. In diesem Video möchte ich erklären, in welchen Situationen man am besten mit Übersteigern seine Gegner austricksen kann und euch Anwendungsbeispiele geben und es einfach für euch so klar machen. Voraussetzung ist, ihr könnt Übersteiger. Das habe ich in meinem letzten Video erklärt. Das heißt, ihr solltet das jetzt können, wenn ihr das geschaut habt und geübt habt, so wie ich es euch gesagt habe. Und ja, erstmal so ein paar grundlegende Sachen natürlich, wie immer, wenn ich irgendwas erkläre, grundlegende Sachen. Was wollen wir mit den Übersteigern erreichen und warum sind sie so effizient? Wie gesagt, der Exit-Move ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Nämlich mit diesem Exit-Move können wir schlagartig unsere Richtung ändern. Und das machen wir nicht aus Spaß. Wir ändern ja nicht unsere Richtung einfach, weil wir gerade Lust drauf haben, sondern weil wir dem Gegner ausweichen möchten. Das heißt, wir haben eigentlich immer die Situation, dass irgendwie ein Gegner vor uns steht, neben uns, keine Ahnung. Das werde ich euch gleich genauer erklären, wo der Gegner stehen kann und wo man das einsetzen kann. Und dann ist es eigentlich oft so, dass der Verteidiger an den Ball möchte. Und das ermöglicht für uns die Situation, dass wir durch eine schlagartige Richtungsänderung dem Gegner ausweichen können und an dem Gegner vorbeiziehen können. Und genau das möchten wir machen. Und dafür zeige ich euch jetzt dann erstmal so drei grundlegende Konstellationen, wie der Verteidiger stehen kann und wie er auf den Ball geht und wie wir dann an dem Gegner vorbeikommen. Und das möchte ich euch jetzt erstmal vorstellen. Und dann nachher gibt es dann einfach nochmal Länge, also was sag ich, Szenen, wo ich die Übersteiger mehrfach anwende, um an mehreren Gegnern vorbeizuziehen und dann auch einfach nur kurz erkläre, warum ich das so gemacht habe. Die erste Konstellation ist eigentlich die, dass ein Verteidiger schräg vor uns steht. Das heißt, wir haben hier die Laufrichtung mit dem roten Pfeil eingezeichnet und in dem Fall rechts vor uns ist der Verteidiger, der mit dem blauen Pfeil ungefähr diese Laufrichtung hat. Und wie man sieht, die Pfeile kreuzen sich. Das heißt, wenn wir jetzt so weiterlaufen würden, hätte der Verteidiger die Möglichkeit, uns den Ball abzunehmen, weil er einfach, sag ich mal, weil sich die Wege kreuzen. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass jetzt gerade der Ball, dadurch, dass er sehr offen liegt, dass er jetzt gleich seine Laufrichtung noch dramatischer eigentlich nach unten weiter ausrichten wird, um einfach früher die Wege kreuzen zu lassen und uns dann den Ball abzunehmen. Und genau das ist jetzt das, was ich dann auch eben erklärt habe. Das ermöglicht uns durch eine Richtungsänderung dem Verteidiger auszuweichen. Und dort, wo der Verteidiger momentan steht, wird er gleich nicht mehr stehen. Und genau das eröffnet uns den Raum, dass wir mit einer Richtungsänderung diesen Weg einschlagen können und dann eigentlich, sage ich mal, fast frei durch sein werden. Und das habe ich dann jetzt hier auch vor. Das heißt, der grüne Pfeil zeigt jetzt an, in welche Richtung ich meine Richtung ändern möchte durch die Übersteiger. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, dass ich mit den Übersteigern anfange, so wie ich das im letzten Video erklärt habe, und dann mit dem linken Stick in diese Richtung drücke ungefähr. Und so dann dem Verteidiger, der dann jetzt gleich nach weiter nach unten laufen wird, um mir den Ball abzunehmen, ins Leere laufen lasse. Und das ist dann einfach, sag ich mal, das Schöne daran, dass das dann so funktioniert. Und das sehen wir dann hier, leichte Richtungsänderung und zack an dem Verteidiger vorbei. Die zweite grundlegende Situation ist die, dass der Verteidiger direkt vor uns ist. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder in Rot die Laufrichtung geradeaus und in Blau die Laufrichtung vom Verteidiger und wir sehen, sie laufen aufeinander zu. Und damit ist ja auch irgendwie klar, dass sich dann irgendwann die Wege kreuzen werden, beziehungsweise dass, wenn die so weiterlaufen, dass der Verteidiger uns den Ball abnehmen wird, weil wir einfach direkt auf ihn zulaufen werden. Und daher ist es auch hier wieder der Fall, dass wir durch eine Richtungsänderung dem Gegner ausweichen möchten und so dem Tackle ausweichen. Und das habe ich dann jetzt hier wieder in grün eingezeichnet. Und hier sieht man jetzt, dass man zum einen zwei Möglichkeiten hat, wo man hingehen kann. Und hier ist es einfach davon abhängig, wie man sich so in letzter Zeit dafür entschieden hat. Hier sollte man einfach ein bisschen variieren. Grundsätzlich nehme ich eigentlich immer die Variante, wo ich danach mehr Torgefahr ausstrahlen kann. Das heißt, in dem Fall wäre das der obere Pfeil noch in die Mitte. Aber man sollte hier auch ein bisschen variieren. Das heißt, nicht immer den gleichen Weg nehmen, sondern halt auch mal den anderen, um so ein bisschen Variation einzubringen. Ansonsten kann sich der Gegner darauf einstellen. Und wenn er einfach diese Richtungsänderung nach oben erwartet, dann bringt es das alles nichts und er nimmt uns trotzdem den Ball ab. Und daher sollte man auch ab und zu mal, sage ich mal, die andere Richtung wählen. Und das andere, was man hier sieht, dass nicht wie eben die Richtungsänderung direkt eingetragen ist, sondern eine Zeit lang läuft jetzt der Spieler immer noch trotzdem geradeaus. Und
Man probiert quasi den Moment genau dort, wo eigentlich die Spieler aufeinander zu treffen werden, dort die Richtung zu ändern und beziehungsweise kurz davor. Und das erhöht einfach den Effekt, dass man den Gegner noch besser einfach ausspielt, weil der dann meistens eine Bewegung macht, um an den Ball zu kommen. Und wenn man es genau richtig macht, dann bleibt dadurch der Gegenspieler eher an der Stelle stehen und man kommt leicht an ihm vorbei. Und das ist einfach so eine Übungssache vom Timing her. Da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Ich werde jetzt gleich die Szene laufen lassen und man wird sehen, dass ich es sehr, sehr früh angesetzt habe. Ich wollte, glaube ich, einfach sicher gehen, dass ich an ihm vorbeikomme. Aber hier ist es einfach so, umso später man es macht, desto eher ist es dann ein toller Effekt, dass der Gegner noch besser ausgespielt wird. Das Problem ist natürlich, wenn man es zu spät macht, dann kommt der Gegner vorher an den Ball, bevor man dann auch die Richtungsänderung einleiten konnte. Und das heißt, hier muss man einfach, wie gesagt, mit dem Timing Erfahrung sammeln. Und wenn man das jetzt hier mal laufen lässt, dann sieht man, dass ich sehr früh die Richtung geändert habe, aber trotzdem sehr gut an dem Gegner vorbeigekommen bin. In der letzten Konstellation ist es so, dass sich der verteidigende Spieler direkt neben uns befindet. Also wenn wir uns hier die Laufrichtung anschauen in Rot und Blau, dann sehen wir, dass die, sag ich mal, in die gleiche Richtung prinzipiell gehen, nicht ganz parallel. Und dadurch, dass wir einfach auch zum Tor hin wollen, werden wir uns irgendwann mit dem Verteidiger in die Quere kommen, wenn wir so weiterlaufen. Und hier ist es dann einfach, dass wir durch die Richtungsänderung möglichst weiter aufs Tor möchten, also hier stark nach innen ziehen. Dann hier durch Grün in Grün eingezeichnet. Und auch hier sieht man schon mal zum einen, dass durch die Übersteiger eine leichte Verzögerung reinkommt. Das heißt, wir müssen erst die Übersteiger machen oder halt zumindest dort anfangen, einen Move zu machen und dann mit dem Exit-Move nach innen ziehen. Und dadurch entsteht so eine leichte Verzögerung, wo wir immer noch weiterlaufen in die ursprüngliche Richtung und dann irgendwann schlagartig nach innen ziehen. Und prinzipiell ist es hier bei dieser Situation sehr wichtig, auf welcher Höhe sich der Verteidiger befindet. Also es darf nicht so sein, dass wir beim Reinziehen genau in den Verteidiger reinziehen. Das heißt, entweder sind wir sehr, sehr weit vor ihm und dann haben wir den Vorteil, wenn wir nach innen ziehen, dass wir den Körper immer noch vor dem Ball haben. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber wir ziehen so rein, dass wir ihn ins Leere laufen lassen und hinter ihm entlang in die Mitte ziehen. Aber es sollte halt nicht so sein, dass wir, wenn wir gerade reinziehen, genau in den Verteidiger reinlaufen. Das wäre halt Quatsch. Und da muss man einfach auch hier wieder Erfahrungen sammeln, um das zu erkennen, wie es jetzt ist. So wie es jetzt hier ist, wird es so sein, dadurch, dass das leicht verzögert passiert, dass wir hinter dem Verteidiger lang reinziehen und der Verteidiger ins Leere läuft. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, sieht man das. Läuft ins Leere und wir ziehen hinter dem Verteidiger in die Mitte und haben dann hier einen schönen Abschluss. Jetzt zum Ende möchte ich einfach nochmal zwei bis drei Szenen im Zusammenhang zeigen. Also jetzt hier bin ich mit Pato auf der Außenbahn und dann komme ich jetzt hier in die erste Situation, wo links von uns, also links vor uns, ein Verteidiger ist und das habe ich ja dann jetzt auch besprochen, möchte ich hier nach innen ziehen. Also das heißt, wenn ich hier weiter geradeaus laufen würde und der Verteidiger weiter nach rechts unten, kreuzen sich die Wege. Das heißt, ich verändere die Richtung nach oben und dann läuft der Verteidiger ins Leere. Dann haben wir jetzt hier die Situation, die haben wir eben auch schon mal im Detail erläutert, wo ich wirklich auf den Verteidiger geradeaus zulaufe. Und hier hat man, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, entweder nach innen oder nach außen am Gegner vorbeizuziehen. Ich habe mich für außen entschieden, ich denke, weil ich einfach in dem Spiel schon häufiger nach innen gezogen bin und so wollte ich den Gegner mal überraschen. Und das mache ich dann auch und da komme ich an dem Verteidiger vorbei und dann lege ich einfach nach innen ab und kann dann hier ins leere Tor schießen. Im letzten Beispiel jetzt hier die Szene mit Ronaldo, die wir eben auch schon als Beispiel für schräg vorne hatten. Also wenn wir das jetzt hier anhalten, ist der Verteidiger einfach schräg vor uns und das habe ich ja eben hier schon vorhin deutlich erklärt. Wenn wir weiterlaufen würden, hätte er gleich die Möglichkeit, uns den Ball abzunehmen. Von daher ändern wir die Richtung in die Mitte, ziehen an ihm vorbei, sind jetzt auch vor ihm und dann kommt der nächste Verteidiger von rechts hinten und er ist jetzt seitlich vor uns und das habe ich ja dann auch schon erklärt. Können wir jetzt einfach durch eine Richtungsänderung nach oben den Verteidiger sehr schön ins Leere laufen lassen. Und da ist jetzt auch der Vorteil, dass wir dann den Ball uns auf den rechten Fuß gelegt haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die wir durch die Übersteiger haben oder durch den Exit-Move. Wir können den Ball uns auf einen gewissen Fuß legen, nämlich immer in die Richtung, wo wir hinziehen. Jetzt, wo ich dann nach rechts oben quasi ziehen möchte, liegt dann der Ball auf dem rechten Fuß.
Und das ist natürlich der starke Fuß von Ronaldo und dementsprechend kann ich dann auch sehr gut abschließen. Und da sieht man jetzt hier, ich lasse den Verteidiger ins Leere laufen und bin dann einfach bei 12 Metern komplett frei und habe den Ball auf dem starken Fuß und dementsprechend ist das auch ein Tor. So, zum Ende möchte ich es jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also durch die Übersteiger und danach den Exit-Move wollen wir einfach die Richtung so ändern, dass wir dem Verteidiger ausweichen. Das heißt, wenn wir nicht die Richtung ändern würden, dann würden sich die Wege irgendwann kreuzen zwischen Verteidiger und Angreifer und genau das wollen wir vermeiden. Und hier ist einfach das Timing das Entscheidende. Im besten Fall ist es wirklich so, dass der Verteidiger sehr nah uns dran ist und quasi das Tackle schon macht, weil er denkt, dass der Ball da eine halbe Sekunde später sein wird. Und in dem Moment ziehen wir den Ball weg durch den Exit-Move. Das ist, sage ich mal, der Optimalfall. Aber da muss man halt aufpassen, dass man nicht zu nah an den Verteidiger kommt. Und prinzipiell haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, entweder ist der Verteidiger direkt vor uns oder er befindet sich schräg vor uns. Und die letzte Möglichkeit ist, dass er seitlich von uns ist. Und wie man dann darauf reagiert, habe ich ja ausführlich gezeigt. Und ja, hier wäre ich jetzt auf jeden Fall nochmal interessiert an euch, wie euch jetzt das Video gefallen hat. Ist es für euch klar geworden oder müsste ich das nochmal in einem anderen Video nochmal weiter vertiefen? War jetzt quasi das erste Video, wo ich wirklich erkläre, wann und wo Tricks sinnvoll sind. Ist es für euch verständlich? Denkt ihr, ihr könnt jetzt daraus was lernen und könnt das selber anwenden? Gebt einfach eure Meinung dazu ab. Und ja, dann haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.